Und den müssen wir noch 8-mal töten, ne? Cool. Ich glaube, da drüben ist der Verfolger. Wie gesagt, es gibt noch einen hier. Einen haben wir noch hier. Was ist der Feind? Alles nur für den Heidelin-Ritter, ne? Was man nicht alles für den tut, ey. Schlimm, schlimm. Nehmen wir irgendwelche Leichen mit ein. Na schön. Guck mal, er freut sich. Er freut sich, hier diesen Fahrstuhl zu benutzen. Er freut sich so sehr, dass er schon in die Bretter hineinschmilzt. Okay. Ah, er kommt wieder raus. Okay. Na komm, wir lassen ihn wieder nach oben fahren. Tschüss. Immerhin freut er sich. Komm her. Komm. Danke. Aua. Was getroffen hat, ne? Nee, nee, nee. Genug Zeit, um zu trinken. Ich brauche unbedingt mehr Ausdauer, ey. Nee. Das machen wir mal nicht so. Mein Kumpane. Was denn? Mann, sind wir langsam im Wasser, ey. Wow. Aber er ist gut. Okay. Wie gesagt, er bringt Seelen. Immerhin bringt er Seelen. Sonst würde ich den Kampf nicht machen. So. Du gehst mir aber bitte nicht auf den Keks, danke. Meine Güte, ey. Treffen ist nicht meine Stärke. Hallo! Feuersamen. Ach, du hast ein Speer. Ach. Jetzt bist du uninteressant geworden. Du hast einen Speer. Oh, ja, und wir kriegen sogar den Speer. Cool. Es würde sich lohnen für die Rüstung, ja. Das war's dann aber auch schon wieder. Aber jetzt die ganze Zeit immer wieder runtergehen zu den Typen und dann erstmal den Typen vorbei und dann wieder hoch. Nee. 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 Nein, danke. Es gibt Grenzen. Glatter, seidiger Stein. Das ist wieder was für das Nest. Lass mich raten, jetzt kommt hier ein Verfolger. Oh. Oh. Erstaunlich. War kein Verfolger. Na dann. Da können wir auch zum Jägerhain gehen, ehrlich gesagt. Da können wir zum Jägerhain.
So. War da hinten noch? War da hinten noch was? Eigentlich nicht. Ich könnte höchstens noch hier runter, ja. Weil wir haben ja den Katzenring. Aber das setzt mich vorher ins Leuchtfeuer. Ich weiß gar nicht, ob mein Leben überhaupt ausreicht. Schauen wir mal. Weil ich glaube, zur Mühle kommen wir da hinten hin. Dann haben wir hier unten noch einen Weg. Es reicht gerade so. Nein! Es reicht so, wenn wir nicht ein Brett überspringen. Dann reicht es so. Ich glaube, da unten war der Metzger. Der Metzger. Vielleicht hätte ich den Duftzweig nicht da hinten benutzen sollen bei den Ruinenwächtern, sondern es woanders. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ne? Also, wie gesagt, einmal hier runter. Oh, aua. Heilen, dann einmal hier runter. Ah, nice. Ein Wahrheitsversteck ist super. Das brauchen wir. Boah, das tut weh. Okay. Genau, bei dem, auf dem Brett müssten wir danach. Weil da hinten ist nämlich noch eine Tür, die wichtig ist. Heiliges Grab. An das erinnere ich mich nicht mehr. Jetzt haben wir jedenfalls ein Leuchtfeuer. Oh boy, Alter. Eieieiei. Ach, ist das nicht das mit der mit den Ratten hier? Ja. Die Ratten, die aus magischen Gründen Versteinerung machen können. Große Seele. Ja, das ist das hier. Okay. Tja. Ein Wahrheitsversteck brauche ich nicht. Das Wahrheitsversteck brauche ich leider noch. Das führt mich nämlich zu was Besonderem hin. Das heißt, ich kann das jetzt nicht benutzen. Außer ich krieg ja noch eins. Dann ist mir das eigentlich egal. Ja, hier ist sogar noch eins. Ich bräuchte sogar zwei hier. Ich nehme es zurück. Ich brauche sogar zwei. Ein Heimatknochen. Okay. Treffen ist nicht meine Stärke, by the way. Nicht gegen Ratten. Bei Dark Souls 1 habe ich eine Phobie gegen Ratten in Dark Souls.
Also ist schon ein bisschen her. Noch eine hier? Nein? Okay. Dann können wir mal hier vorrennen. Da hinten ist eine Boss-Tür. Weil hier ist ja tatsächlich ein, hier ist ein Leuchtfeuer. Cool. Oh nein, ich weiß, was hier ist. Oh nee. Ja, das ist gut, dass wir das... Machen wir das zuerst, weil... Oh nee. Ich erinnere mich wieder. Ja. Hier ist... Nee, doch nicht. War was anderes. Okay, aber hier gibt's noch... Irgendwo gibt's noch so ein hässliches, großes Rattenvieh. Das war bei den Zwergen, glaube ich. Hier sind einfach nur sehr viele Ratten. Aber da hätte ich ein bisschen aufpassen, weil die nämlich versteinern können, die Ratten. Ein Großschwert wäre hier optimal eigentlich. Dieser eine Typ, das da hat. Warum sind die Ratten so smart, Alter? Während den Entwicklungsprozess sind keine Ratten getötet worden. Jetzt ist hier irgendwo die Königsratte gespawnt. Ich habe natürlich voll Ahnung, welche das ist, weil die sehen ja alle gleich aus. Ah. Ach, die ist es. Okay, ich sehe es. Die sieht ein bisschen... Oh Gott. Ja, ganz kurz mal in Bewegung bleiben, weil wir sind fast versteinert. Sehe ich schon, das ist die Ratte mit der Frisur. Was andere Spieler hassen diesen Ort. Wo ist die denn jetzt? Da. Königliche Rattenfuhrhutseele, Rattenschwanz. Hallo. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Is that a rat tail, human? Thou'st one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou art human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? Ja. Festbehafteter Eid. Thou hast the eyes of one who perceiveth true beauty. Human, thou mayst serve. Take this ring. It was forged by a human who was once among us. The ring draws to thee those who would defile our burrow. Wear the ring whenever thou art near, and destroy those who would dare provoke our ire. I will grant unto thee all thou shouldst so desire. I prithee serve with a true rat's honor. Speak thy mind. Was hast du denn? Nichts Interessantes. Perfekt. Hui. Hallo.
Riesenskelett. Aha. Meine Lieblingsbeschäftigung, auf Särge springen. Oh, hier liegen einige Objekte. Hinten liegt auf jeden Fall. Hinten liegt noch was. Blutungsstein. Das ist eine Kiste. Wie kommt man da hin? Wahrscheinlich, wenn ich von hier runter springe. Das ist ein Dings. Hallo. Falsche Taste, Aschenknöchelring. Erhöht Verteidigungsresistenzen. Ah ja. Hui! Ich weiß auch, wieso die hier Heimatknochen anbieten, weil hier haufenweise von diesen Leuten kamen. Da hinten steht ein Ritter, der interessiert mich gerade. Vorher will ich erstmal noch hier lang, gucken, was hier ist. Yay! Wait a minute. Das kommt mir bekannt vor hier. Okay. Ich habe bloß noch eine Estus, das gefällt mir nur nicht so. Ich habe keine Estus mehr, das gefällt mir nur nicht so. Große Heilung. Ja, super. Diese Ritter kommen mir so bekannt vor. Ich glaube, die waren nervig. Zumindest habe ich so eine Änderung. Lief besser als gedacht. Hier ist eine Kiste. Nice. Der Inhalt dieser Kiste ist... Oh, edler Knochenstaub. Nice. Damit haben wir Estus plus 2. Cool. Okay, wir haben jetzt zwei Varus. Zwar war zwei Wahrheitsverkünder. Mein Gott, Deutsch. Das heißt, wir könnten nochmal zurückgehen und wahrscheinlich den Gargoyle-Platz öffnen. Warum sind hier so viele Leichen? Hä? Von der Skala von 1 bis 10, es war knapp. Zeichen des Krolls. Das war jetzt sehr knapp. Holy shit, Alter. Ah, nee. Nicht der Ort. Das Loch. Nicht das Loch. Ich hasse. Ich mag den Ort nicht. Oh nee, das war nervig hier. Oh nee. Ich weiß, dass hier noch irgendwo ein richtig großes Monster rumlungerte. Kann man da nicht einfach hochspringen? Moment. Nee, okay. Wir können erstmal aufleveln, ja. Oh, das Loch. Was ist das denn?